Das verflixte siebente Jahr, so könnte Peter Brumlich am vorletzten Samstag im Juni gedacht haben. Denn sechsmal hatte der Veranstalter Glück mit der Sonne, in diesem Jahr leider nicht. Bei leichten Regenschauern war aber trotzdem alles für den Empfang der Oldtimer gerichtet. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren war der Lotse, der die LKWs und die Traktoren auf ihre Stellfläche brachte, nicht mit dem Fahrrad, sondern mit einem KR50, dem Vorläufer der legendären Schwalbe, unterwegs. Trotz des leichten Regens kamen viele Oldtimer-Freunde mit ihren Gefährten. Die Teilnehmerzahl von 100 Teilnehmern, die gemeldet hatten, dürfte wohl erreicht worden sein. Nach der Begrüßung und dem Erhalt der Stellplatznummer ging es zu diesem, um sich dann mit Gleichgesinnten zum Fachsimpeln zu treffen. Für Einheimische und Gäste stand, wie in jedem Jahr, ein großer heller Fleischerbus samt Gästeführer für Stadtrundfahrten bereit. Am Eingang zum Oberwärter hatte wie immer die Jugendfeuerwehr von Grimma ihren Kuchenbazar aufgebaut. Dieser wurde von den Fahrern, Begleitern und Gästen auch gerne in Anspruch genommen. In der Aufstellfläche hatte auch die Freiwillige Feuerwehr von Grimma traditionell ihren Standplatz. In diesem Jahr wurde natürlich neben der alten Drehleiter auch die Neuanschaffung gezeigt. Aber zurück zu den Traktoren. Auf dem D4K Dutra durften wir mit der Kamera bis zum Stellplatz mitfahren. Der Allrad-Großtraktor aus Ungarn ist nicht das, was man eine Wiege nennen kann. Er ist mehr für die kernigen Typen, kräftig, rau und laut. Jedes Modell hat dabei so seine Besonderheiten. Wie dieser zum Beispiel, er hat einen französischen 5-Zylinder-Allesbrennermotor. Ein besonderes Bild bot die Flotte der Zetor-Traktoren aus der damaligen GSSR. Diese erschienen am Einlass gleich im Rudel und wer aufmerksam auf den Straßen um Grimma unterwegs ist, begegnet einem dieser Gefährte auch sicher noch im Arbeitsleben. Meist sind es Zetor-50-Schlepper, die ab 1962 in Brünn gefertigt wurden. Die Eröffnung der Veranstaltung nahm Peter Brumlich diesmal wetterbedingt aus dem Sprecherzelt vor. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen, die sich rausgetraut haben bei diesem Wetter zum 7. Oldtimer-Treffen. Aber ich denke, es gelingt trotzdem, es sind ausreichend da. Auch der DDR-LKW G5 war als Kasten- oder Werkstattaufbau zu sehen. Ob er allerdings so schmuck wie am Oberwärter im Einsatz auch aussah, ist zu bezweifeln. Bei den Motorrädern sticht der Troll mit seinem Campinganhänger heraus. Das sind begehrte Sammlerstücke, die es nur noch in begrenzter Anzahl gibt. An diesem Modell ist schon die aufkommende Entwicklung der ES-Serie zu erkennen. Ein schönes Gespann aus dem Eisenach der Nachkriegszeit ist der PKW EMW mit Anhänger, auf dem das Motorrad EMW aufgeladen ist. Sollte dem einen oder anderen die optische Verwandtschaft zu den BMW-Modellen auffallen, so ist dies kein Wunder, denn diese wurden bis zum Ende des Dritten Reiches in Eisenach gefertigt. Mittlerweile waren so viele Traktoren angekommen, dass eine zweite Reihe aufgestellt werden musste. Beim näheren Hinschauen fanden wir noch einen alten Trecker von Kramer. Dieser hat einen Wasserverdampfer als Kühlung. Unter dem Peilstab, der hier in Edelstahl gehalten ist, befindet sich ein Schwimmer, der dem Fahrer den Wasserstand im Verdampfer anzeigt. Sinkt die Spitze auf das Gehäuse, muss schnellstens Wasser nachgetankt werden. Für alle Perfektionisten, der Schlepper hat die Bezeichnung K18 und ist ein Einzylinder-Diesel. Die LKWs waren auf dem Betriebshof der Firma aufgestellt, so auch der S4000 des Veranstalters und ein H6 der Firma Lehne. Zum Abschluss gab es noch einen Komplexeinsatz aus den 70er Jahren von Volkspolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Trotz des nicht optimalen Wetters war es wieder ein gelungenes Oldtimer-Treffen am Oberwärter in Grimma, das Lust auf das nächste Jahr macht.